Nice. So viel Loot hier. Kein Wunder, dass es so stark bewacht ist. Ne? Ja. Sammelgegenstand. Na, ich weiß, ich hab schon. Also auf dem Steg sind keine Sachen. Den Container ist schon mal nichts Besonderes. Da hinten werden wir dann doch wohl mal laufen müssen. Weißt du, was mich nur ein bisschen verwirrt an diesem Spiel und eigentlich auch unlogisch ist? Was denn? Das spielt ja offensichtlich im Jahr 1900 irgendwas. 80 irgendwie. 1989 stand da vorne irgendwo. Ja. Wir sind jetzt im Jahr 2021. Ja. Und wollen wir erzählen, dass wir und dass 1989 schon sowas gab? Das ist so ein bisschen so. Ja. Ja, lasse doch. Da hätte ich irgendwie dann eher 2000 irgendwas oder 3000 irgendwas als Zeitspanne genommen. Ah, hier ist eine ganze Reihe Loot. Lohnt sich auf jeden Fall, die Säcke zu laufen.
Oh, ich habe eine neue Mission gefunden. Nein. Doch. Ha. Es hat sich der Weg auf jeden Fall gelohnt. Hä? Tja, in diesem Sinne, dann wird es doch noch eine Folge mehr von Alpine Unrest und von daher endlich jetzt mal die Folge. Bis dann, tschüss. So heißt sie neu, ups. Mhm. Nein, ich bin ins Wasser geflogen. Ja, ich hab's gesehen, deine Schrift ist quasi nach unten gewandert. Von daher, da dachte ich mir schon, das kann nichts anderes sein. Ja, willkommen zurück zur nächsten Folge von Generation Zero Alpine. Genau, Alpine Unrest. Tatsächlich haben wir jetzt hier in diesem Location, die wir noch nicht hatten, tatsächlich noch eine neue Mission bekommen. Wo wir eigentlich schon durch waren, sozusagen. Lies doch mal durch. Das mache ich noch nicht, weil ich hier noch loote, Schatz. Einmal, ich bin schon längst fertig. Ja, du bist immer schneller als ich, deswegen finde ich ja auch immer mehr als du. Ich finde nur das, was ich brauche. Sagen immer die Leute, die zu schnell looten. So, das Haus hatten wir schon, das hatten wir schon, fehlt nur der Parkplatz. Gut, dann sind wir hier alles durch. Also, ich guck mal. Oh, wei. Die führen uns natürlich genau ins Wespennest rein. Pat oder Pat heißt die Mission. Obwohl, wir können ja eigentlich genau bis daneben springen sogar, ne? Im Yachtzentrum Österhellen gab es in den Tagen nach der Katastrophe einen Kampf. Eine Horde Maschinen, angeführt von einem Tank, stieß mit einem Militärzug zusammen, der aus Himmavet vertrieben worden war. Die Sache ging für die Menschen nicht gut aus. Aber eine Landkarte, die du am Pier gefunden hast, zeigt, dass sie für alle Fälle einen Fluchtweg vorgesehen hatten. Also, wir müssen einen Höhleneingang finden. Ich schätze mal, das ist genau die Höhle, die wir schon gemacht haben. Also, ich mache da mal eine Schnellreise nach Österhellen. Ja. Ach, ich kann es nicht. Ich bin wieder mal überlastet.
So. Alles weggeschmissen. Ich mach die schnell heiße. Hier sind Ziele markiert, die wir wahrscheinlich vernichten müssen. Schlimmer ist gar kein Fahrrad. Ja. Großer, den wir vernichten müssen. Die Kleinen sind alle kaputt. Ich wechsle jetzt auf das dicke Scharfschützengewehr. Nicht ablegen. Verklickelt. Da kommt noch ein zweiter. Ja, 755 Punkte. Ich habe ja noch einen Punkt zu vergeben, fällt mir da gerade ein. Ich habe meinen schon vergeben. So, ja, das ist der Eingang zur Höhle. Die sind wir ja schon durchlaufen. Aber das werden wir jetzt wahrscheinlich noch malen müssen. Gehe ich von aus.
Glaubst du? Ja. Gut, Gegner dürfen wir. Ah! Hä? Warum schippt er nicht? Nicht vorhanden. Die spawnen. Weil wir hier schon durch sind. Ja, gibt doch keinen neuen Loot. Halt, da war so eine Adrenalinspritze drin. Kommst du? Naja, hier ist nur irgendwie der Tisch nass und ich wundere mich gerade darüber. Vielleicht hast du mit deinem Trinken geschlabbert. Sagen wir mal. Ich bin schon wieder überladen. Aha, hier ist die Höhle, wo wir hin müssen. Ein bisschen Loot mehr gibt es. Das war vorher ein bisschen anders, als wir das erste Mal hier waren. So, ich denke, das war die Mission schon. Naja, das war ja nicht gerade viel. War ja eine Nebenmission. Eben. So, da wir jetzt nur noch zur Bergspitze müssen, könnten wir noch mal zurück zum, ja, theoretisch könnten wir auch von hier aus fahren. Aber ich würde eher sagen, wir fahren von der anderen Küste, von Unterschlupf ganz im Westen. Ja, ich bin wieder überlastet. Ich vergesse es. Ich muss jetzt mal wieder leer machen. Jetzt leer? Nein. Kann ich hier noch wegschmeißen. Wieso habe ich das denn bei mir? So, also jetzt kann ich eine Schnellreise. Fahren wir von da aus, da haben wir es ein bisschen friedlicher. So. Gleich mal ein bisschen Loot loswerden.
So. Wir müssen jetzt links, dann wieder links und dann eine ganze Weile die Straße entlang. Dann müssten wir eigentlich durch sein, wenn wir die Straße noch hochgefahren sind. Übrigens die schöne Karte hier noch mal im Dunkeln bewundern. Ja. Einer meiner Lieblingslichteffekte ist noch immer das Blaulicht. Und die Neonbeleuchtung von den Geschäften. Warte mal. Was ist? Ist es nicht merkwürdig, dass sie hier diese Bremsstreifen so leuchtend gemacht haben? Das wollten sie was auf was hinweisen. Aber an dem Auto da unten waren wir schon. Also von daher war tatsächlich ein guter Loot, aber trotzdem. Die nächste müssen wir jetzt rechts hoch. Die ist schon fast friedlich auf der Seite von der Insel, ne? Ja.